Hi Leute, das Sanu hier. Kurz bevor mir die Patch Notes gingen für die Season 3, wahrscheinlich am Montag oder so, gab es ein kleines Entwickler-Update mit ein paar Entwickler-Notes zu so ein paar Änderungen bezüglich des PTS Phase 2. Wir haben nochmal kurz angesprochen auf die Patch Notes. Die sind wohl jetzt schon 32 Seiten lang, also macht euch da gefasst. Ich werde es hinbekommen, dass ich euch wirklich nur so das Gröbste, also das Wichtigste reinpacke, wenn die wirklich so lang sind, sonst schlaft ihr mir ein dabei. Deswegen, ich werde die dann für alle, die komplett sich da anschauen wollen, die haue ich sie dann in die Beschreibung. Aber ansonsten werden wir wirklich nur die wichtigsten Sachen ansprechen und auch in Bezug auf so ein paar Änderungen bezüglich des PTS, ne? So, aber gehen wir mal auf diese Entwickler-Notes ein. Und zwar fangen wir direkt mit dem ersten an, das Talent behind you oder hinter dir, was ein extrem starkes Talent war, so wie es auf dem PTS war. Hier sagen sie einfach, dass das Talent, was ich ganz gut finde, einerseits finde ich gut, auf der anderen Seite haben sie wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das Talent wird nur für Marksman Rivals, also nur für Sniper-Gewehre und für Gewehre sein, exklusiv. Was ich cool finde, weil es dann einfach, kann ich schon verstehen, weil es einfach zu mächtig wäre, wenn das noch auf andere Waffen, auf ein paar bestimmte Waffengattungen draufklatschbar wäre. Das ist zu krass. So, zusätzlich haben sie der verstärkte Schaden, den haben sie runtergedreht von 40% auf 15% für das normale Hinter-Dir-Talent und für die perfekte Variante von 60% auf 20%. Weiß ich nicht. Ich persönlich finde, dass eine Rifle, besonders eine Sniper-Rifle, das ist ein gewisses Skill-Gap. Das heißt, es benötigt ein bisschen was an Skill und Übung, um das zu meistern, um damit richtig gut umgehen zu können und sollte dementsprechend belohnt werden. Deswegen finde ich, dass das ist ein krasser Nerf. Ne? Von dem, was sie eigentlich drin hatten, ist das echt ein krasser Nerf. Wenn weiß. Und ich schätze, vielleicht nicht so gelassen, aber vielleicht nicht ganz so drastisch runtergedreht. Ich bin gespannt, wie es sich wirklich spielen wird zu Release dann. Das Ortiz Assault Interface Talent. Das ist von der neuen Vindicator Rifle. Das hat auch einen kleinen Nerf bekommen. Wobei ich das jetzt überhaupt nicht krass fand. Da bin ich schon gespannt. Auch um fast 50%. Ne? Das ist verstärkter Schaden. Der war 75% verstärkt. Jetzt nur noch 40% verstärkt. Was auch stark ist, klar. Aber kann sein, dass es dadurch dass es ein zu krasser Nerf wird, weil man sich ja auch entsprechend der Waffe auf einen ganz bestimmten Spielstil einlässt und dann auch ein bisschen was dafür erwarten kann. Ne? Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. So, die Rugged Gauntlets, also diese Handschuhe, diese neuen exotischen, die kompletter Bullshit waren, die waren anscheinend verbuggt. Ne? Anscheinend hatte der Präzisionsbonus, den man da bekommt und so, hatte eine Fehlfunktion. Deswegen haben die sich ein bisschen scheiße angefühlt. Ich kann euch Brief und Siegel geben, dass die auch mit diesem Fix nicht wirklich gut sein werden. Die haben eine Verwendung im PvP, finde ich. Und ansonsten, da bin ich mal gespannt, was unsere PvPler sagen. Hunter's Fury, unser Zorn des Jägers-Set. Der Dreierbonus wurde ja geändert von 100% Lebenspunkte bei Tötung zu 50% Lebenspunkte bei Tötung. Und die Änderung macht Sinn bezüglich der ganzen Lebenspunkte-Geschichte, dass die runtergedreht wird. Und deswegen passt es. Ne? Für alle, die unter SHD-Level 10.000 sind, die merken gar keinen Unterschied. Die kriegen sogar noch einen Buff, was die Lebenspunkte angeht. Und alles andere, ja, da ist das in Ordnung. Ist okay. Ich fand es nicht so krass, wenn ich ehrlich bin. Also, da hatten sie, ich meine, jetzt hätte es doch so stark genug, ne? Aber, naja, ist nicht ganz so tragisch, das hier. So, die Vindicator, dass es die nur im Descent gibt. Ich weiß, jetzt geht's wieder los. Ich bin ein Befürworter dafür. Die meisten Leute wissen, dass bestimmte Sachen hinter bestimmten Modi versteckt sind, beziehungsweise gelockt sind, dass man einfach versucht, da ein bisschen was zu machen, wenn man so unbedingt haben will, dann geht man da rein und oder fragt Leute, die einem helfen. Aber wie gesagt, ich kann auch jeden verstehen, der das nicht gut findet und weil er den Modus nicht mag. Ich mag The Descent auch nicht so
sehr. Solo mag ich ihn schon mal gar nicht. In der Gruppe ist er okay. Aber ja, es ist halt so. Ne? Wir wissen halt immer noch nicht, wie teuer es sein wird, die Vindicator. Auf dem PTS waren es 350 NSA Tech. Das sind ungefähr. Boah, lass mich lügen. Ich bin kein Profi, was den Abstieg angeht. Aber ich meine so 4, 5, 6 Mal bis zum Nemesis durch, wenn man jede Arena, jeden Boss mitgenommen hat, wofür man die NSA Tech bekommt. Also 5 Mal würde ich schon sagen, um die 350 zu erreichen. Aber schauen wir mal, wie gesagt, ob es wirklich dabei bleibt oder ob der, ob sie das wirklich als Platzhalter so haben oder ob da, ja, ob es vergessen wird von denen ihrer Seite, weil das passiert auch öfter mal und dann bleibt es bei 350. Wir werden es sehen, dauert nicht mehr lang. So, der Gearlock. Der Gearlock ist, wird nicht benötigt. Brauchen wir nicht. Okay, so, also. Die ganze Gearlock-Mechanik, was viele Leute geärgert hat, bezüglich, dass man seine Waffen nicht mehr wechseln kann, die Builds nicht mehr wechseln kann und hin und her, das haben sie jetzt komplett über Bord geworfen. Heißt, alles ist so und funktioniert so, wie wir es jetzt in Titel-Update 19 zur Season 2 gewohnt sind. So, aber die Sache mit dem Gearlock im Konflikt-PvP-Modus und sowas, das behalten sie definitiv im Auge und das wird auf jeden Fall angegangen. Was ich okay finde, ich finde im PvP ist das nochmal eine andere Sache. Da sollte es okay sein, dass man nichts den Kram wechselt, weil man kann sich vorher, wenn man PvP möchte, wenn man mit einem Team reingeht ins PvP zum Beispiel, dann kann man sich vorher absprechen, welche Rolle jeder übernimmt und dann bleibt man bei der Rolle, bis man down geht. Meine Meinung. Das war's, Leute. Das waren so ein paar kurze Entwickler-Notizen. Und ich freue mich wirklich auf nächste Woche. Also ein bisschen was zu machen. Wir haben zwar wenig Content, klar. Aber wir haben viele andere Sachen, mit denen wir rumspielen können. Und besonders auf die Projekte freue ich mich, wie gesagt, was meine technische Dosis an Division Open World noch ein bisschen verbessern wird. Deswegen, ja. Vielen Dank für alle, die dabei sind jetzt noch. Und lasst mir gerne Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei unserem Discord vorbei. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.